Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe online zugeschaltete Medienschaffende und Interessierte. Ich begrüße Sie im Namen des Nationalfonds, speziell Christoph Giovannini, Leiter Kommunikation des Schweizerischen Nationalfonds, zur Medienkonferenz Zwischenbericht des Nationalen Forschungsprogramms Covid-19 NFP 78 des Schweizerischen Nationalfonds. Es ist Tradition beim SNF, jeweils zum Ende eines Forschungsprogramms eine Schlussmedienkonferenz zu veranstalten. Beim NFP 78 ist einiges anders, wir werden davon noch hören. Nicht nur ist die Laufzeit des Programms kürzer, die Ergebnisse werden auch jeweils direkt öffentlich kommuniziert im Moment, wo sie aktuell sind. Und in diesem Sinne hat der SNF entschieden, zum jetzigen Zeitpunkt eine Medienkonferenz zu machen, um sie Ihnen einen Überblick zu geben über die vom SNF geförderte Corona-Forschung in der Schweiz im Allgemeinen und über die Forschung des NFP 78 im Speziellen. Weitere Informationen werden später folgen, wenn die Forschungsergebnisse definitiv vorliegen. Das wird voraussichtlich im Juni 2023 sein, wenn das Forschungsende stattfindet, und Oktober 2023 wird das Programm offiziell beendet. In diesem Zeitraum werden dann die Schlussergebnisse vorliegen. Auf dem Podium begrüße ich Professor Nicola Rodondi, Vertreter des Nationalen Forschungsrats im NFP 78. Er ist Direktor des Berner Instituts für Hausarztmedizin am Inselspital Bern. Isabella Eckerle, sie ist NFP 78-Forscherin und auch bei der Sonderausschreibung Coronaviren am Forschen. Sie ist Professorin für Virologie und Leiterin des Zentrums für neuartige Viruserkrankungen in der Abteilung für medizinische Fachgebiete am Universitätsspital Genf à Sujet. NFP 78-Forscher Volker Thiele ist Professor für Virologie an der Wettswiss-Fakultät der Universität Bern und Head Virology am Institut für Virologie und Immunologie in Bern. Marcel Salaté ist Präsident der Leitungsgruppe des NFP 78 und Professor für Epidemiologie an der EPFL in Lausanne. In der ersten Reihe begrüße ich zusätzlich Miriam Mäusezahl vom Bundesamt für Gesundheit, BAG. Sie ist Vertreterin der Bundesverwaltung in der Leitungsgruppe des NFP 78. Emanuela Keller ist leitende Ärztin am Institut für Intensivmedizin des Universitätsspitals Zürich. Sie ist ebenfalls Mitglied der Leitungsgruppe des NFP und Innovationsrätin bei InnoSwiss. Und schließlich Christoph Giovannini, Leiter Kommunikation des Schweizerischen Nationalfonds. Damit übergebe ich das Wort an Nicola Rodondi. Bonjour, merci de votre intérêt. En tant que représentant du Conseil national de la recherche, je vais vous présenter brièvement le programme et les types de projets qui ont été financés dans ce programme national de recherche sur le COVID-19. Bien sûr. Donc le COVID-19, juste pour rappel, a été annoncé comme pandémie, enfin déclaré comme pandémie par l'OMS le 12 mars 2020. Et très rapidement, le Fonds national a montré une très grande réactivité en mettant au concours un appel spécial pour des projets sur le coronavirus déjà en mars 2020, avec 45 projets qui ont été financés. En avril 2020, sur décision du Conseil fédéral, un programme national de recherche sur le COVID a été lancé avec une inscription large, un panel international qui a évalué les projets. Et 28, avec ça, on a eu 41 projets finalement qui ont été financés par ce call spécial pour l'encouragement de la recherche par le Fonds national. C'est à noter que ça a été une réaction très rapide parce qu'un pôle national de recherche, d'habitude, est lancé sur une année et demie entre la mise au concours et le choix des projets. Là, en 3 mois, on a pu lancer les premiers projets dans le contexte de cette pandémie. Donc, en tout, ça a été un soutien de plus de 45 millions du Fonds national avec 600 chercheurs et chercheuses qui ont été impliqués dans les différents projets. Pour le programme national de recherche COVID-19, le PNR 78, il y a 28 projets qui ont été financés pour une durée de 2,5 ans, avec 20 chercheurs, 20 millions mis au concours, et un point très important, c'est une coopération avec InnoSwiss, aussi pour la mise en application des résultats des projets. Il y avait plusieurs objectifs assez larges. C'était de mieux comprendre le virus. À l'époque, il y avait très peu de connaissances sur le COVID. Quelles étaient les meilleures approches
immunologique et aussi de prévention, développer aussi des nouvelles approches au niveau immunologique et thérapeutique. À l'époque, il n'y avait pas de traitement reconnu pour le Covid. Développement de vaccins, nouveaux médicaments et de moyens diagnostiques qui faisaient cruellement défaut à l'époque. Il y a aussi eu des développements pour la meilleure gestion clinique des patients et quelles étaient aussi les mesures de santé publique efficaces pour diminuer la pandémie. En début aussi de tout programme national de recherche, c'est aussi de promouvoir le dialogue entre la recherche, la politique et la société, d'où aussi en soutien par rapport à la communication et aux interactions aussi avec la politique. Suivant, pour les premiers résultats, les projets sont encore en cours, la plupart sont pas finis. On a eu une première conférence de recherche avec les chercheurs qui avaient été financés par ce call PNR 78, mais aussi par le call précédent qui avait été lancé directement en mars. En octobre, il y a déjà actuellement 4 projets de recherche qui sont achevés, 7 projets de mise en œuvre, certains déjà terminés, et 5 projets de mise en œuvre par rapport à l'appel spécial coronavirus. Il y aura une conférence de recherche sur le coronavirus en mars 2023, où on aura des résultats plus avancés. Aussi, un point important, aussi sur décision du Conseil fédéral, il y a un projet national de recherche supplémentaire lié au COVID qui a été lancé, le PNR 80 sur le COVID-19 et la société, avec un début de recherche à la fin de cette année, sur une durée de 5 ans. Là, les buts sont plus larges. Il s'agit aussi de savoir comment la société, le public, les médecins, la communauté scientifique pourra réagir ou devrait réagir à une future pandémie, y compris aussi sur les aspects sociaux d'une pandémie, vu comme on l'a vu dans cette pandémie. Voilà, je crois que je vais passer la parole donc maintenant pour des résultats plus concrets à la professeure Hickerle de Genève et après à mes collègues. Ja, ich freue mich, die Ergebnisse von 2 Projekten vorzustellen, einmal von der Sonderausschreibung und von dem PNR. Und da geht es um neue Technologien für serologische Massentests und eine Virusbiobank für SARS-CoV-2-Isolate. Die serologischen Studien in einer Pandemie sind von großem Interesse, haben eine große Relevanz, weil damit ein Monitoring der Pandemiephasen vorgenommen werden kann. Die Antikörpernachweise sind auch ganz essentiell zur Bestimmung von wichtiger epidemiologischer Parameter, die gerade am Anfang der Pandemie eine große Rolle gespielt haben. Sie sind auch ein Werkzeug zur Untersuchung von Ausbruchsgeschehen in bestimmten Situationen und haben eben den Vorteil, dass sie auch die asymptomatischen Infektionen erfassen. Das heißt, die haben uns am Anfang sehr viel weitergeholfen, zum Beispiel die Dunkelziffer zu erfassen, die bei den Testen eben verpasst wird. Gleichzeitig gibt es große Herausforderungen. Diese Teste müssen eine sehr gute Sensitivität und Spezifität haben, damit man diese Ergebnisse auch sinnvoll verwenden kann. Man muss sie gegen eine Referenzdiagnostik validieren, die wir auch am Anfang der Pandemie gar nicht hatten, weil wir normalerweise keine Serologie gegen respiratorische Viren durchführen. Sie brauchen charakterisierte Patientenproben, die auch gerade am Anfang der Pandemie gar nicht so leicht zu bekommen waren. Und haben Anforderungen an die Logistik, haben hohe Kosten. Und um wirklich aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen, macht man das optimalerweise im Hochdurchsatzverfahren. Wir haben uns dann sehr früh mit einer Gruppe am IPFL von Professor Merkel zusammengetan, um eine neuartige Serologie zu entwickeln, die eben all diese Herausforderungen erfüllt, um in einer Pandemie zu funktionieren. Und haben eben die Methode des Nanoimmunoassays, die in diesem Labor bereits etabliert war, aber eben noch nicht für die Antikörpernachweise aufgebaut war, uns zu Nutzen gemacht und konnten damit einen sensitiven, kosteneffizienten Nachweis von Antikörpern gegen das Spike-Protein in einem Durchsatzverfahren etablieren. Die Sensitivität und Spezifizität, die war genauso gut wie bei den kommerziellen Testen. Das war sehr wichtig für uns. Wir konnten eine hohe Probenanzahl pro Chip messen, also über 1000 Proben auf einem einzelnen Chip. Und der Chip ist so groß wie ein Mikroskopträger, ein Objektträger. Wir konnten das mit minimalsten Probenmengen umsetzen, also mit Kapillarblut. Das heißt, man kann mit einem Fingerpeaks, mit einem Tropfen Blut hat man genug Menge, um diesen Test durchzuführen. Man kann den sogar per Post verschicken unter normalen Temperaturen und der
Tests hat sich eben auch als besonders kosteneffizient herausgestellt. Für 10.000 Proben hat man bei diesem Test ungefähr 53 US-Dollar ausgegeben. Bei einem kommerziellen Labortest wären es fast 80.000 US-Dollar gewesen. Und rechts ist auf der Abbildung nochmal gezeigt, wie man das für die Zukunft aufbauen könnte. Man könnte das sogar als so eine Art Heim-Kit zur Verfügung stellen mit Fingerblut, was man per Post einschickt, was dann als Hochdurchsatzverfahren im Labor läuft und man dann nach einigen Tagen die Ergebnisse zurückbekommt. Nächste Folie bitte. Weil der Test anwenderfreundlich ist sozusagen und mit sehr geringen Mengen an Kapillarblut zurechtgekommen ist, konnten wir diesen Test auch in einer Studie einsetzen, die wir mit der Professor Stringini von der Epidemiologie bei uns am Uniklinikum durchführen konnten, auch mit dem Professor Merkel, wo wir Infektionsgeschehen in Kitas und in Schulen untersucht haben. Und das hatte eben den Vorteil, dass es sehr minimalinvasiv ist. Das heißt, wir mussten den Kindern kein Blut abnehmen, sondern wir konnten mit einem einfachen Fingerpiek diese Blutproben gewinnen und konnten dann eben sehen, wie sich jetzt Infektionsausbrüche in diesen Einrichtungen verhalten. Wir haben da auch mit Schnelltest, mit PCR, mit Virussequenzierung getestet und hatten eben die Serologie als Ergänzung. Das waren kleine Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren. Also mit einer Blutabnahme jetzt aus der Vene hätte man das jetzt nur schwer umsetzen können. Die Studie fing im März 2021 an mit Beginn der Alpha-Variante. Wir haben 10 Ausbrüche bisher untersucht mit Virusvarianten Alpha, Delta und Omikron. Und was wir zeigen konnten, dass die sekundäre Befallsrate mit jeder Variante zugenommen hat. Das war sowohl die Befallsrate in den Einrichtungen als auch die Eintragung in die Haushalte. Und da hat uns dieser Test wirklich gute Dienste geleistet und wir hätten diese Daten nicht mit einem anderen Test so erheben können. Nächste Folie bitte. Das zweite Projekt aus der Sonderausschreibung hat sich mit dem Aufbau einer Virusstammdatenbank beschäftigt und der Virusisolation und der Charakterisierung, also immer die große Frage, wenn eine neue Variante auftritt, verhält die sich anders? Und diese Fragen kann man eigentlich nur beantworten, wenn man dieses Virus tatsächlich als vermehrungsfähiges Virus vorliegen hat. Das ist essentiell für eine Vielzahl an Fragestellungen. Auch die schnelle Bereitstellung, auch an andere Forscher, ist eben ganz wichtig. Und diese vollständige Charakterisierung geht eben nur, wenn wir das Virus anzüchten können. Die Herausforderung in einer Pandemie, in dieser besonderen Situation, ist, dass wir Zugang zu infektiösen Patientenproben brauchen mit einer bekannten Sequenz. Die Patientenproben müssen auch eine hohe Qualität haben. Das heißt, die müssen relativ schnell verarbeitet werden oder tiefgefroren werden. Das heißt, man muss sehr eng mit einer klinischen Einheit oder einem Testzentrum zusammenarbeiten, was bei uns am Hüg gegeben war. Es gab die zeitliche Dringlichkeit, es musste schnell gehen. Die Anzucht ist aber nur im Hochsicherheitslabor möglich. Das heißt, man braucht die entsprechende Infrastruktur und man braucht vor allem Personal, die das können, die technische Expertise haben, die das Training haben. Auch das war am Anfang eine Herausforderung, neue Leute einzustellen, die zu trainieren. Und auch hier gibt es wieder das Problem der Logistik und des Transports, weil es sich dabei eben um infektiöse Viren und damit um Gefahrengut handelt. Nächste Folie. Wir konnten über die Pandemie dank dieser Förderung eine Biobank aufbauen von Schweizer Virusisolaten. Wir haben über den gesamten Verlauf der Pandemie, machen das auch immer noch, aus sequenzierten Patientenproben diese Isolate gewonnen. Rechts sieht man ein Bild, wie sich das dann verhält in der Zellkultur und konnten verschiedene Studien machen. Wir konnten im Rahmen von Zellkulturversuchen zeigen, welche Charakteristika diese Varianten haben. Wir haben eine Studie gemacht zur Antikörperneutralisation, also wie gut diese neuen Varianten von Antikörpern überhaupt noch erkannt werden, sei es nach Impfung, sei es nach Infektion. Wir haben sehr viel Studien zu Schnelltesten gemacht, mithilfe dieser Varianten, haben parallel verglichen, wie gut die Schnellteste noch gegen die verschiedenen Varianten wirken und haben damit auch eine wichtige Ressource aufgebaut für nationale Forschungspartner. Also wir haben diese Virusstämme mit dem EPFL geteilt, mit dem Labor Spiez, mit dem WHO Biohub und haben die auch an Diagnostiklabore weitergegeben, die dann auch gebraucht haben, um ihre Diagnostikteste zu validieren. Nächste Folie bitte. Und 2 Studien möchte ich noch kurz vorstellen. Wir haben dank dieser Biobank konnten wir Viruslast und Immunflucht untersuchen. Wir haben eine Studie zur Viruslast gemacht, wo wir zeigen konnten, dass das Vorhandensein von infektiösem Virus kann alleine mit der PCR nicht gut vorhergesagt werden. Wir konnten auch zeigen, dass bei Geimpften niedrige Viruslasten aufgetreten sind und die Ausscheidung des infektiösen Virus auch kürzer war. Also ein Benefit der Impfung über den individuellen Nutzen hinaus. Und konnten aber zeigen, dass die Reduktion der Virus Last bei Delta nach 2 Impfungen schon erfolgreich war. Bei Omikron hat es allerdings 3 Impfungen gebraucht.
Eine zweite Studie zur Immunflucht, da haben wir uns angeschaut, wie gut vorhergehende Infektionen oder Impfungen neue Varianten erkennen können, also wie gut diese Antikörper mit neuen Varianten klarkommen, was eben immer auch eine wichtige Frage war, wenn die neue Variante da war, wie nützlich ist noch die Impfung, was bringt eine vorausgegangene Infektion. Und da konnten wir zeigen, dass Omikron wirklich in der Lage war, eine Immunflucht durchzuführen, unabhängig davon, mit welcher Variante man infiziert war. Also wir hatten da Proben von Menschen, die waren mit Alpha, Beta, Gamma, Delta und auch Omikron infiziert, geimpft und also super infiziert. Und da konnten wir zeigen, dass Omikron wirklich einen neuen Serotyp darstellt und wir mit Omikron sozusagen in eine neue Phase der Pandemie eingetreten sind. Und das waren nicht nur akademisch jetzt wichtige Fragestellungen, sondern auch Fragestellungen, die direkten Einfluss auf eben öffentliche Gesundheit oder eben Anwendung von Schutzmaßnahmen oder Impfungen beantworten konnten. Vielen Dank, Isabella Eckerle. Ich gebe das Wort an Volker Thiel. Ja, ich freue mich, dass ich hier einige Projekte vorstellen kann, die mit der Impfstoffforschung in der Schweiz zu tun haben. Und da möchte ich betonen, dass es um die Forschung jetzt erstmal geht. Wir sind also nicht in der Lage gewesen, große Konzerne zu haben, die ihre Impfstoffplattformen umsetzen auf Covid-19, sondern es ging darum, Forschungsprojekte aufzugleisen, die tatsächlich neue Ansätze und Verbesserungen bisheriger Impfstoffe bewirken. Was sind die Herausforderungen? Nächste Folie bitte. Natürlich wollen wir, was wir heute wissen, die ganzen Varianten abdecken. Die Impfstoffe sollten möglichst breit gegen viele Varianten helfen. Wir wissen, dass die Länge des Immunschutzes wichtig ist. Und was sich auch herausgestellt hat, ist, dass eine Schleimhautimmunität, also dort, wo das Virus eintritt, von Vorteil ist, um eben auch die Übertragung so weit wie möglich zu reduzieren. Auch wäre es wünschenswert, eine einfache Verabreichung zu haben, beispielsweise als Nasenspray. Und um den Impfstoff dann auch gut an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen, ist natürlich die Stabilität bei höheren Temperaturen wichtig, damit auch Transport und Lagerung des Impfstoffs gewährleistet ist. Wichtig ist auch und fast am wichtigsten, wir denken ja auch schon über Covid hinaus, dass es sich möglichst um Plattformtechnologien handelt, die sich dann auf andere Viren übertragen lassen. Also eine Strategie, die vielseitig ist und vielseitig anwendbar ist. Wir haben uns sehr früh 2020 mit mehreren Forschern zusammengetan, um eine sogenannte Rekodierung des RNA-Genoms von SARS-CoV-2 vorzunehmen, um damit eben eine regulierbare Abschwächung des Virus zu erreichen. Wir haben aus der Grundlagenforschung Forscher gehabt, die eben genau die Wirkung von dieser Rekodierung auf die Translation der viralen Proteine beurteilen können und damit quasi die ganze Produktion des Virus verlangsamen. Was wir aus der Coronavirus-Forschung noch mit eingebracht haben, ist eben dann Entfernung von Mechanismen, die das Virus hat, um unsere Immunantwort zu schwächen. Und die Mechanismen haben wir aus dem Virus ausgebaut. Nächste Folie, bitte. Und das Ganze funktioniert nur, weil wir relativ früh 5 Laboratorien zusammengespannt haben, die auch international besetzt sind. Also wir haben 2 Kollegen aus Deutschland, Klaus Osterrieder, Freie Universität Berlin, Martin Beer, Insel Riems, Friedrich-Löffler-Institut. Und dann haben wir 2 Kollegen, Sebastian Leidl aus Bern und Ramesh Pillai aus Genf. Das sind Grundlagenforscher, die sich mit RNA-Biologie beschäftigen und unser Institut. Und zusammen konnten wir da eine Plattform aufbauen, die quasi von der molekularen Grundlagenforschung bis hin zum Erproben der Impfstoffe alle experimentellen Modelle an Bord hatte. Nächste Folie, bitte. Um das nur kurz grafisch darzustellen, wie wir das machen, das ist jetzt hier eine Darstellung des Virus mit den verschiedenen Genen, die das Virus hat. Und in Orange sind die verschiedenen Fragmente gezeigt, also sind DNA-Stücke, die wir verwenden, um das Virus zu klonieren. Und in diese DNA-Stücke haben wir insgesamt mehr als 600 Mutationen eingefügt,
die das Virus quasi unverändert lassen. Also die Proteine sind gleich, nur der genetische Bauplan wurde verändert. Und damit lässt sich eben je nach Anzahl der Mutationen ein genauer Grad der Abschwächung erreichen. Nächste Folie. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir präklinisch im Prinzip alles gemacht haben, was man machen kann. Das heißt, in Tiermodellen sind wir so weit, dass wir die Attenuation, also die Abschwächung des Virus zeigen konnten und auch die Wirksamkeit. Und jetzt geht es eben mit der Firma RocketVax, die in Basel ansässig ist, darum, diese Plattform umzusetzen Richtung Phase 1-Studie im Menschen. Wir haben zwei Kandidaten, die auf verschiedenen Strategien beruhen und die sind beide eben jetzt gerade in dem Prozess, dass man die GMP-Produktion starten kann. Nächste Folie. Es gibt aber noch andere Projekte, beispielsweise ein optimierter mRNA-Impfstoff von Steve Pascolo, Universitätsspital Zürich. Dort geht es darum, die mRNA-Technologie zu optimieren, also zu verbessern, durch einen Trick, dass diese mRNA in der Lage ist, sich selbst zu vermehren. Dadurch braucht man deutlich weniger RNA und kann in Bezug auf die Produktion mit deutlich weniger RNA arbeiten. Da gibt es verschiedene Formate, die getestet werden, zirkulär trans replizierend. Also das sind mehr oder weniger Details, wie um eben die optimale Formulierung zu finden. Auch die Verpackung der RNA wird hier nochmal genau angeschaut. Die finalen Daten für dieses Projekt sind zu erwarten jetzt demnächst Oktober, November. Und ich bin schon gespannt, wie die aussehen werden. Die nächste Folie bitte. Ein weiteres Projekt, was sehr innovativ ist, ist Bakterien zu benutzen, um SARS-Coronavirus-Antikörper zu präsentieren. Die Idee ist eben hier, dass wir die Bakterien so verändern. Und das ist ein Projekt von Cornel Frevel, Universität Zürich, auch an der Wetzwiss-Fakultät. Die Bakterien so zu verändern, dass sie beispielsweise das Spike oder andere Antigene produzieren und über eine orale Impfung dann eben die Bakterien im Darm die Immunantwort auslösen. Wir wissen, dass die mukosale Immunität, die im Darm ausgelöst wird, aber auch auf Schleimhäuten des Respirationstrakts funktioniert. Also ist das eine relativ interessante Anwendung, die beispielsweise auch als Schluckimpfung verwendet werden kann. Nächste Folie. Zum Schluss noch ein Projekt von Heiner Bucher, Universitätsspital Basel. Da geht es darum, tatsächlich Impfstoffe, egal welche, die eben am Menschen eben jetzt benutzt werden, bei uns hier in der Schweiz eben hauptsächlich mRNA-Impfstoffe, dort eben die Immunantworten genau zu charakterisieren, um auch festzustellen, welche Impfstoffe wirken wie, welche Vor- und Nachteile haben bestimmte Formulierungen, gibt es beispielsweise bessere, schlechtere oder differenzierte Immunantworten, wenn wir eine Impfung und eine Infektion oder eine Infektion und Impfung haben. Also solche Fragen können mit den Methoden, die dort aufgebaut wurden, beantwortet werden. Vielen Dank, Volker Thiel. Ich gebe das Wort an Marcel Salaté. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, die Breite dieser Forschungsprojekte ist enorm. Und ich zeige Ihnen gerne jetzt auch noch ein paar andere zum Schluss, einfach um noch mal zu zeigen, wie breit diese Forschung eigentlich abgestützt ist. Nochmals zur Erinnerung, das ist ein schnelles und ein kurzes Forschungsprogramm. Normalerweise sind diese Forschungsprogramme rund 5 Jahre. Dieses ist viel kürzer und man hat extrem schnell reagiert. Und wie Kollege Rodondi gesagt hat, das Ganze wird sich dann im 23 beenden. Wir haben deshalb auch wirklich diesen Forschung gesetzt auf eine schnelle Umsetzung, womöglich von diesen Ergebnissen. Das kann man natürlich nicht voraussagen, aber das war ein Wunsch. Und dementsprechend haben wir auch diese Unterstützung mit diesen Implementierungsprojekten gehabt, wo man gesagt hat, gut, man nimmt auch noch einen Teil des Budgets, nimmt den auf die Seite, und wenn dann einzelne Projekte wirklich an dem Stadium sind, wo man sagen könnte, jetzt brauchen Sie noch einen Booster, um diese wirklich auch umzusetzen, dann können Sie sich dafür bewerben.
Wir haben auch sehr viel Wert gelegt auf die Kommunikation. Sie haben das vielleicht gesehen. Klar, ich meine, ich glaube, dieses Forschungsprojekt ist vielleicht ja, ziemlich anders. Also natürlich haben die anderen Forschungsprojekte auch sehr viel Interesse von der Öffentlichkeit. Aber ich glaube, es ist unbestritten, dass Covid ein enorm ein Thema war mit extrem hohem Informationsbedarf. Wir haben insbesondere auch Twitter benutzt, auch immer wieder sogenannte Twitter Spaces gemacht, insbesondere auch damals, als Omikron kam. Natürlich haben wir Tagungen, wir haben eine Website, wir haben einen YouTube-Kanal und so weiter. Wir haben auch den Dialog gesucht und machen das weiterhin, insbesondere vor einer Woche oder zwei Wochen zum Beispiel eine Dialogveranstaltung mit dem Schweizerischen Gewerbeverband. Ist vielleicht nicht spontan der erste Ansprechpartner, aber war für uns eben ein extrem wichtiger Ansprechpartner, weil Sie wissen alle, dass die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft eigentlich extrem wichtig ist und dass es da, glaube ich, kann man so sagen, gewisse, ja, nicht alles immer extrem einfach war in diesen zwei Jahren und deshalb haben wir diesen Dialog versucht und das war meiner Meinung nach eigentlich auch recht erfolgreich. Ganz kurz jetzt noch ein paar Beiträge von Forschenden in diesem NFP 78. Auf dem nächsten Slide sehen Sie ein Thema, das natürlich heute insbesondere von großem Interesse ist, das aber damals bei der Projektausschreibung eigentlich kein Thema war. Und wir wurden immer wieder gefragt, habt ihr Forschungsprojekte zu Long-Covid? Und die Antwort war eigentlich immer Jein, weil man an und für sich keine Forschungsprojekte hatte, die wirklich spezifisch auf Long-Covid ausgerichtet waren, weil es das einfach noch nicht gab. Aber ja, dann wiederum, weil halt gewisse Projekte natürlich dann Arbeiten gemacht haben, die relevant sind für Long-Covid und auch ein bisschen in diese Richtung gegangen sind. Das Team von Onur Boymann am Universitätsspital in Zürich insbesondere als Beispiel hat eine Studie veröffentlicht, wo man diverse Risikofaktoren für Long-Covid gefunden hat, insbesondere auch eine Signatur im Immunsystem. Und solche Risikofaktoren erlauben dann natürlich dann klinisch schon früh zu entscheiden, ob jemand wirklich ein erhöhtes Risiko hat und dann auch die Therapien entsprechend anpassen kann. Auf dem nächsten Slide sehen Sie etwas ganz anderes, das hat mit der psychischen Gesundheit zu tun. Das war von Anfang an sehr wichtig und da wird es sicher auch noch dann eine Fortsetzung geben in diesem NFP 80 von dieser Thematik. Das ist natürlich dann die soziale Thematik auch. Das Team von Giorgio Salanti an der Universität Bern hat diesen sogenannten Living Systematic Review von den Studien, die sich eben damit befassen, wie sich die Pandemie auf die psychische Gesundheit auswirkt. Was ist das genau? Es gibt natürlich zahlreiche Studien, die sich mit diesen Themen befassen. Psychische Gesundheit ist ein enorm breites Thema und anstelle jetzt eine Studie zu fördern, hat man dieses Systematic Review gefördert, das dann eben alle die Papers anschaut und systematisch analysiert, die zu dieser Thematik erscheinen. Und Living heißt einfach, dass man das quasi live macht und nicht erst in drei Jahren, sondern wirklich während, dass diese Studien publiziert werden. Und das wird dann auch alles auf dieser Website schön visuell dargestellt. Also so ist man quasi ständig auf dem Laufenden, was die Wissenschaft zu diesem Thema zu sagen hat. Auf dem nächsten Slide sind Sie wieder was ganz anderes. Da geht es um die Konsequenzen einer schweren Covid-Infektion. Das Team von Julie Perron an der Universität Genf hat hier gezeigt, dass gewisse Patienten nach einer schweren Covid-Infektion und auch noch nachträglichen Folgeerscheinungen nicht mehr genügend Selbstwahrnehmung haben, um diese kognitive Defizite zu erkennen. Also man nennt das Anosognosie. Und man versucht hier genau zu verstehen, was der mechanistische Grund dahinter ist. Auch hier wieder natürlich Long-Covid bezogen und zeigt weiterhin, dass Long-Covid erforscht wird, aber dass es sich hier nicht um eine einfache Symptomatik handelt, sondern um sehr verschiedene Phänotypen. Auf dem nächsten Slide sehen Sie
eine Studie, die gerade vor kurzem erschienen ist. Das war eine prospektive Studie mit über 2.900 Mitarbeitenden im Gesundheitswesen in der Schweiz. Das wurde geleitet von einem Team von Philipp Kohler am Kantonsspital St. Gallen. Hier ging es grundsätzlich darum, herauszufinden, wie, welche Risikofaktoren es für die Infektion gibt. Und zum Beispiel wurde gezeigt, dass das Infektionsrisiko stark abhängig ist von der Dauer der Exposition. Das weiß man natürlich heute auch zu einem großen Grad schon sehr gut, oder man hat das zumindest sehr stark angenommen. Aber so funktioniert die Wissenschaft. Man muss diese Dinge dann halt doch in guten und langfristigen Studien aufzeigen können. Und insbesondere hat diese Studie auch wieder gezeigt, dass eben das Tragen von Atemschutzmasken, also nicht nur den Hygienemasken, sondern diesen Atemschutzmasken, wie zum Beispiel die FFP2-Masken, das Risiko einer Ansteckung, zumindest jetzt da im Gesundheitswesen, erheblich senken. Dann ganz zum Schluss, oder fast zum Schluss, das Monitoring im Abwasser. Das ist dieser Sonderausschreibung der Coronaviren gekommen. Sie wissen, das Abwassermonitoring kann man benutzen, um die aktuelle Virenlast aufzuzeigen und auch neu auftretende Varianten zu identifizieren. Das ist natürlich eine schnelle Methode, auch eine günstige Methode, die heute in der Schweiz auch eingesetzt wird, mittlerweile in über 100 Standorten. Dann auf dem nächsten Slide sehen Sie ein Implementierungsprojekt. Das ist eben jetzt eines dieser Implementierungsprojekte von Jing Wang an der ETH Zürich, wo man versucht, also nicht nur versucht, auch mittlerweile zeigen konnte, dass man mit Biosensoren die Messung der Konzentration von SARS-CoV-2-Viren in der Raumluft messen kann. Und das natürlich sehr interessant, weil man das dann einsetzen kann an Stellen, wo die Expositionsdauer hoch ist. Und das ist zum Beispiel natürlich im Gesundheitswesen so. Und das ist, oder in den Pflegeheimen, in Spitälern. Und, glaube ich, ein sehr interessanter Ansatz für das Monitoring von SARS-CoV-2 und wer weiß, vielleicht in der Zukunft auch für andere Viren. Mein letztes Slide sind ein paar Schlussbemerkungen. Ich glaube, man hat jetzt gesehen, die Schweizer Corona-Forschung hat in kurzer Zeit wichtige Beiträge zur Pandemiebewältigung geleistet und sie wird das auch weiterhin tun. Das NFP insbesondere, aber auch die anderen Projekte zeigen ein breites Forschungsspektrum. Epidemiologie, Monitoring, Diagnostika, Impfstoff, Serologie und so weiter, klinische Studien. Sie haben heute einen Ausblick davon bekommen, aber es gibt natürlich noch viel mehr, weil, wie erwähnt wurde, wurde ein Total von 114 Projekten gefördert in der Schweiz vom SNF. Das NFP 80 Covid-19 in der Gesellschaft ist am Start, das geht bald los. Es ist auch klar, Covid-19 wird mit uns bleiben. Wir beobachten hier eigentlich wirklich die Integration eines Virus in die menschliche Population. Damit haben wir uns, glaube ich, mittlerweile alle abgefunden. Und die Forschung wird hier auch weiterhin die Grundlagen liefern, die für evidenzbasiertes Entscheiden nötig sein werden. Erlauben Sie mir noch eine kurze Schlussbemerkung, weil diese Fragen auch immer wieder kommen mit der Rolle der Wissenschaft, Politik und so weiter. Ist natürlich nicht per se ein Thema des NFPs. Aber ich glaube, aus der Erfahrung hier kann man jetzt schon sagen, man darf die Rolle der Wissenschaft hier weder überschätzen noch unterschätzen. Man darf sie nicht überschätzen, wie das oft getan wurde, indem man der Wissenschaft eine Entscheidungskompetenz zuweist, die sie gar nie hatte und auch nie haben wird. Das sollte man nicht tun. Aber man darf es eben auch nicht unterschätzen. Die Wissenschaft macht natürlich Forschung. Sie haben heute hier Resultate gesehen. Aber ich glaube, wie meine Kollegen auch aufgezeigt haben und auch andere Projekte, es geht dann eben auch über die Forschung hinaus. Und man geht dann wirklich in die Implementierung rein. Und man übernimmt dann auch, also man hat dann eben auch eine Zusammenarbeit natürlich mit den Behörden für die Umsetzung dieser Resultate. Und das darf man eben auch nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, weil man immer wieder ein bisschen das Gefühl hat, die Forschung ist vielleicht irgendwo in einem Elfenbeinturm. Und ich glaube, diese Resultate hier zeigen sehr klar, dass das absolut nicht der Fall ist. Vielen Dank.
Vielen Dank, Marcel Salaté. Gerne öffne ich die Runde für Ihre Fragen. Monsieur Clémence. Merci beaucoup. Vous avez eu pendant cette pandémie du soutien, vous avez eu de l'argent, pour certains vous avez eu la gloire. Qu'est-ce qui vous a manqué? Du temps. Tout simplement. Je sais pas. Vous êtes des gens heureux. Ich kann vielleicht noch was dazu sagen, so ein bisschen aus unserer diagnostischen Perspektive. Also wir haben an Genf ja das Referenzlabor für die neuartigen Viren und wir hatten am Anfang der Pandemie alles gleichzeitig. Wir mussten die Diagnostik aufbauen, wir haben relativ lange oder einige Wochen für den Großteil der Schweiz getestet. Wir hatten die Patienten, wir hatten die Schutzmaßnahmen plötzlich, wir hatten den Lockdown, wir mussten die Anträge schreiben. Also das Geld kam ja nicht so, sondern wir mussten ja Forschungsprojekte dafür einreichen, mussten die Kollaborationen aufbauen. Und das war was eine riesige Herausforderung war. Und es waren wirklich auch Situationen, die man sich vorher nicht hätte vorstellen können, dass wir keine Pipettenspitzen mehr hatten, dass kein Plastik mehr lieferbar war, dass durch den Lockdown Lieferketten unterbrochen wurden. Also das war für mich so die eindrücklichste Erkenntnis, dass man selbst Dinge, die man sich jetzt auch in der Schweiz nicht vorstellen könnte, in so einer Krisensituation eben fehlen. Und das war sicher ein Zeitfaktor, weil eben alles gleichzeitig war und weil man aber auch ganz viele Strukturen in dieser Krisensituation erst aufbauen musste, die wir jetzt haben, die jetzt super gut funktionieren. Aber die Frage ist, sind die noch da, wenn wir die nächste Krise haben? Vielleicht, wenn ich da noch anschließe. Was ja am Anfang auch ganz schwierig war, ist überhaupt die Forschung zu starten, weil wir gar keinen Zugriff auf Virusmaterial hatten. Und da hat sich jetzt auch im Verlauf der Pandemie eben mit dem Biohub eine sehr gute Möglichkeit ergeben. Virusisolate, Isabella hat es vorgestellt, für die Forschung, aber auch für die Anwendung in der Industrie eben dann zur Verfügung zu stellen. Und das sind alles so Dinge, die wir am Anfang wirklich, wo wir wirklich gekämpft haben. Man hat immer Ideen, aber man muss natürlich auch realistisch sein und dann irgendwann in der Lage sein, anzufangen. Und da hat sich, glaube ich, vor allem die Schweiz relativ an der vordersten Front gezeigt, weil wir auch relativ schnell Diagnostik und eben auch die Arbeiten mit dem Virus dann anfangen konnten. Weitere Fragen? Herr Meder. Berlocher. Now.ch. Ich würde gerne eine prospektive Frage stellen. Aus der Erfahrung heraus, wie viel Zeit Sie jetzt für die Ermittlung der Grundlagen, kann man sagen, mal auch verwendet haben müssen. Wie sehen Sie denn den weiteren Verlauf des NFP oder den weiteren Verlauf der Erkenntnisse über dieses Virus? Haben wir da irgendwann mal einen Überblick, was, wie, wann, wo passiert und wie man dem begegnen könnte, wenn man den wollte? Oder muss das NFP dann zwangsweise auch noch 15 Jahre verlängert werden? Also, ja, gute Frage, effektiv. Das war ein relativ kurzes Forschungsprogramm, das ein bisschen verlängert wurde, aber man hat jetzt gesagt, gut, ich meine, jetzt, wo die akute Krise zumindest mal ein bisschen gedämpft ist, um nicht zu sagen vorbei, sind die normalen Forschungsmechanismen eigentlich genügend, also die projektbasierte Forschung. Das ist zumindest der Ansatz. Ob es dann wieder mehr braucht oder nicht, das wird sich dann zeigen über die Zeit. Ich meine, man hat natürlich früh diese soziale Dynamik anerkannt und deshalb auch dieses NFP 80 gefördert. Aber das NFP 78, das ist ziemlich in Stein gemeißelt, dass das jetzt zu Ende kommt nächstes Jahr. Vielleicht, wenn ich da noch anfügen darf. Das, was wir an Grundlagenforschung hatten, um das Virus zu verstehen am Anfang, das geht ja Jahrzehnte zurück. Also wir haben ja auch Isabella schon früher mit Coronaviren geforscht.
auch bei den vielen Projekten, die wir gesehen haben, kommen dann Technologien zum Einsatz, die auch eine jahrelange Vorarbeit hatten. Und das wurde eben alles kanalisiert auf Projekte, die dann von Nutzen sind während der Pandemie, um schnelle Diagnostik aufzubauen. Wir hatten den Klon gemacht, um eben dann wirklich alles, was an Technologie in Jahren vorher schon entwickelt worden ist, anzuwenden. Und jetzt ist es, denke ich, in vielerlei Hinsicht, wie es so oft gesagt wird, hat die Forschung ja eigentlich abgeliefert. Es ist aber natürlich klar, es ist noch ein medizinisches Problem, dass das bleibt und dass wir so nicht verstehen können. Wir sehen ja zum allerersten Mal, zumindest in unserer Lebensspanne, dass ein Virus ganz neu in eine menschliche Population kommt. Und das gibt es auch kein Lehrbuch, wo steht, wie das funktioniert. Und das beobachten wir jetzt eben gerade. Und da gibt es eben jetzt unmittelbare Fragen, wo wir das anwenden können, was wir gelernt haben vorher. Und dann entstehen jetzt Fragen, die wir so noch nicht gekannt haben und dann in denen wir dann eben jetzt weiter forschen müssen. Weitere Fragen? Sarah Ibrahim. Oui, bonjour, Sarah Ibrahim, Swiss Info. Oui, je voulais demander comment vous décidez quel projet financier au niveau surtout de la recherche sur les vaccins, parce que je sais qu'il y a des études, par exemple, sur les vaccins au vecteur viral qui semblent être prometteurs, mais qui n'ont pas l'argent pour continuer les recherches en Suisse. Du coup, je voulais des clarifications. Je peux juste répondre au niveau du Fonds national, comment ça se passe. C'est comme pour les autres projets habituels, c'est une approche bottom-up. Donc tous les chercheurs peuvent soumettre des projets. On a constitué un panel d'experts internationaux en très peu de temps, vu que c'était une pandémie, qu'il fallait très vite décider quel projet c'était. En des modules, c'était des experts dans les vaccins qui ont évalué les différents projets, en évaluant à l'avance quels ceux qui auraient le plus grand potentiel et les plus grandes chances de succès. C'est clair, c'est toujours une prédiction sur le futur. On ne peut pas savoir lesquels vont fonctionner, mais c'est ce panel international qui évalue ça. Et puis après, les meilleurs projets sont financés, les autres sont à chercher d'autres sources de financement ou resoumettre au Fonds national dans les projets classiques. Ça, c'est le processus. Après, quels sont ceux qui vont donner le plus de succès dans les vaccins? Je pense que là, le docteur Folkerti, il peut mieux vous répondre que moi. Man muss ja bei Impfstoffen grundsätzlich sagen, die von der Idee bis zur Umsetzung ist es ja eigentlich ein weiter Weg. Und was wir im sagen wir mal, im Umfeld oder unter dem Dach des SNF eigentlich machen können, ist die Grundlagenforschung, die Ideen entwickeln zu einer Reife, dass wir sagen, okay, das ist ein möglicher Ansatz, der funktionieren könnte. Und dann geht es natürlich raus aus dem Bereich, den wir gewohnt sind, die reine Forschung. Dann spielen wirtschaftliche Dinge eine Rolle, das Ganze auf den Markt zu bringen. Das ist dann auch eine ganz andere Dimension und eine ganz andere Art von Förderung, die da nötig ist. Juste pour ajouter, si on se rappelle, quand on a mis ce call au concours, il y avait zéro vaccin hein, sur le marché. Hein, c'était en été 2020, donc on devait faire un investissement, là, une évaluation des chances dans le futur. Heureusement, là, il y a une bonne coopération entre l'industrie pharmaceutique, les financements aussi nationaux qui ont permis, heureusement pour cette crise, qu'on ait rapidement des vaccins. Monsieur Clémence. Merci. Est-ce que le Covid, vous l'avez dit, n'est pas terminé? Est-ce qu'à votre avis, la Suisse politique a retenu la leçon? Est-ce qu'elle est aujourd'hui suffisamment préparée? Also, die Politik ist nicht da heute, kann deshalb keine Antwort geben. Als NFP ist es natürlich auch nicht unsere Aufgabe, dies zu beantworten. Ich meine, wir haben die Grundlagen geliefert und machen das weiterhin. Ich glaube, wir sind alle gleichzeitig optimistisch und pessimistisch. Also ich kann nicht für die anderen sprechen, aber mir geht es zumindest so, dass einerseits sieht man natürlich, dass
dass viele, viele Dinge gelernt wurden von allen, weil, wie gesagt, das war für alle eine neue Situation. Auf der anderen Seite, ja, gibt es auch Momente, wo man sagt, hat man wirklich viel gelernt. Das, ich glaube, es wird sich zeigen, auch in kommenden Wellen sollte es diese geben und in zukünftigen Pandemien. Ich hoffe es schon, aber grundsätzlich, glaube ich, müssen wir uns immer ein bisschen für die Krise vorbereiten, aber doch das Beste hoffen. Peut-être juste rajouter dans la NFP 80, c'est aussi un des thèmes, quelle devrait être la réaction de la société pour une future pandémie. Donc il va y avoir des projets, alors là sur une plus longue durée, hein, c'est un NFP plus classique là, sur 5 ans, pour voir quelles ont été les réactions, peut-être aussi comparer les réactions au niveau mondial et voir quels pourraient être les conseils. Hein. Après c'est les politiques qui décident quelles décisions ils prennent, mais quels pourraient être les conseils de la part de la recherche, aussi de la recherche en sciences sociales, pour peut-être par exemple une meilleure acceptation par la population des recommandations de certaines mesures. Donc il y a en fait une recherche qui continue sur ce thème-là. Quoi. Peut-être auch dazu nochmal so ein Rückblick auf die Wissenschaft, die vorher vor der Pandemie schon gestartet hat. Ich meine, die Impfstoffe, die wir haben, die mRNA-Impfstoffe, die kommen ja nicht aus dem Nichts. Ich glaube, da haben wir jetzt schon was, um uns vorzubereiten. Die Instrumente sind da, Impfstoff, es kommen antivirale Medikamente, sodass man eigentlich die Instrumente zur Hand hat. Und mehr gibt es auch nicht, also das muss man auch klar sagen. Und vielleicht noch ein Beitrag seitens BAG. Wir sind ja jetzt auch nicht die Politik, aber sehr nah dran. Und vielleicht noch ein Statement von unserer Seite. Also ich denke, ja, wir sind bereit in Bezug auf die Zusammenarbeit Forschung-Politik. Ich glaube, das haben wir gezeigt. Und ich möchte hier auch ein großes Kränzchen winden der Wissenschaft gegenüber den Forschenden, wie schnell, wie agil sie reagiert haben darauf. Und ich glaube, das wäre auch nicht möglich gewesen, wenn der Bund nicht grundsätzlich in Ressortforschung auch in Friedenszeiten investiert. Isabella Eckerle leitet ja, das hat es gesagt, das Nationale Referenzzentrum für neuartige Viruserkrankungen und das BAG unterstützt dieses Zentrum seit vielen, vielen Jahren und ich bin zuversichtlich, dass wir genau diese Grundvoraussetzung in den nächsten Jahren weiter ausbauen, weiter stärken können. Also noch ein herzliches Dankeschön hier und ich glaube, ja, wir sind bereit in Bezug auf Forschung und Politik. Danke, Herr Mäusezahn. Gibt es weitere Fragen, Wortmeldungen? Oui, vous avez parlé aussi de l'importance de développer un vaccin au niveau nasal pour bloquer l'infection et aussi la reproduction dans les voies respiratoires. Quand on peut penser d'avoir quelque chose dans cette direction en Suisse, vu que les vaccins à ARN messager ne sont pas bien capables de faire ça aujourd'hui. Also wir haben die Idee war ja von Anfang an in unserem Projekt das Virus abzuschwächen, um dann eben auch den Impfstoff auf die Schleimhaut zu geben, also auf quasi natürlichem Weg und dort dann auch die Schleimhautimmunität zu fördern. Und wir sind eigentlich sehr froh, dass wir zum einen natürlich im Bereich unseres wissenschaftlichen Projektes so weit gekommen sind, dass wir gezeigt haben, dass es funktioniert in den präklinischen Modellen. Und dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, zusammen mit einer Firma in Basel, RocketVax, den nächsten Schritt zu machen, wo wir dann natürlich naturgemäß immer weiter in den Hintergrund kommen, weil wir natürlich eher auf der Forschungsseite sind. Aber es ist natürlich schon aufregend zu sehen, wie dieser Schritt funktioniert. Das ist für mich auch eine neue Erfahrung. Und wir tun alles, dass wir auch bald tatsächlich Phase 1-Studien haben. Gibt es Fragen aus der Runde? Wenn das nicht der Fall ist, dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.